Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und heute ist Heiligabend, vielleicht aber auch nicht, denn eigentlich plane ich dieses Video hier am Heiligabend zu veröffentlichen als kleines Video. Ich habe im letzten Adventskalender-Video gesagt, ich mache nur was Kleines vielleicht, weil ich denke, wie gesagt, die meisten Leute werden andere Sachen zu tun haben, als sich diesen Typen hier reinziehen. Wenn ihr zu den Leuten gehört, die sich an Heiligabend statt mit Familie zu verbringen, lieber Foodlove reinschauen, ihr seid die coolsten, alle anderen nicht. Nee, Spaß beiseite. Aber ich möchte es Heiligabend veröffentlichen, vielleicht kommt aber im Laufe des Tages die Idee, es doch nicht zu machen. Und zwar gibt es wirklich nur ein kleines Video und sowas Ähnliches hatten wir auch schon mal. Aber es passt jetzt gerade zur Zeit, dass es eben, ja, Weihnachten ist oder zumindest Winter. Der Oh Wow Chocolate Melting Snowman. Und es war einfach wunderbar, sich zuzusehen, wie die Ente, die wir uns neulich angesehen haben, das heißt neulich schon ein paar Monate her, wie sie in der heißen Milch verreckt ist, schauen wir uns jetzt an, was der Schneemann dort erleidet, der ja thematisch eigentlich noch besser dazu passt, geschmolzen zu werden in heißer Milch, als eine Ente. Bring mich zum Schmelzen, Melting Snowman, gefüllt mit Milchschokoladenchips und Mini-Marshmallows. 75 Gramm sind drin, ich glaube, das Ding hat irgendwie so 2 Euro oder sowas gekostet. Yes, I will surprise you. Für dich schmelze ich gerne dahin und überrasche dich mit meinen inneren Werten. Feinste Schoko und leckere Mini-Marshmallows. Erlebe deinen Oh-Wow-Moment. Schluck für Schluck das pure Glück. So, die Milch ist heiß. Jetzt muss das Ding hier mal raus. Ich musste den ehrlich gesagt schon kitten. Hier hinten ist die Öffnung, die dann befüllt wird mit Mini-Marshmallows. Und die war irgendwie offen beim Transport. Deswegen musste ich mich drum kümmern. So, wir haben hier eine Weihnachtstasse. Wir haben schließlich Weihnachten. Und jetzt kommt der Schneemann hier rein. Wir müssen da vielleicht noch, muss ich irgendwie noch ein Foto von machen. Bevor er jetzt hier, jetzt heißt es Spannung. Seine Eingeweide raus. Ja, ich muss leider zugeben, also die Ente ist deutlich spektakulärer zugrunde gegangen als der Melting Snowman. Obwohl es, wie gesagt, hier recht eis ist. Hier sind die Schokochips. Die Hülle, die ist, also es schmilzt schon, aber vielleicht hat der irgendwo, hing der irgendwo fest. Da drin sind kleine Mini-Marshmallows. Wir rühren das jetzt mal um hier. Und man sieht, es wird so ein richtig schöner Schokokakao. Vielleicht hätte ich es doch auch noch heißer machen müssen. Ich habe mir schon die Finger verbrannt. So, ich habe es noch mal ein bisschen heiß gemacht. Also sie sollte wirklich kochend heiß sein, die Milch, damit das vernünftig funktioniert. Ist jetzt hier aber alles soweit geschmolzen. Die Marshmallows lösen sich auch, wobei ein bisschen Schokolade. Also so, es ist nicht die am besten schmilzende Schokolade, habe ich den Eindruck, weil heiß ist das Ganze hier schon. Nur ein bisschen Geduld haben, wie gesagt, vielleicht ein bisschen nochmal nacherhitzen in der Mikrowelle, wenn man eine hat. Und dann passt das Ganze. So, riecht auf jeden Fall schon mal schön nach weißer Schokolade. Und das ist hier auch eine gute Portion. Das ist so die klassische Schokomilch. 75 Gramm sind drin. Gute Portion Zucker, die man hier hat. Wir können es ja Aufbaunahrung nennen. Hui! Ja, extrem penetrant süß. Schmeckt sehr gut nach weißer Schokolade. Also man hat wirklich richtig schön diesen weißen Schokoladengeschmack hier drin. Von so Vollmilch merkt man jetzt hier nicht so viel. Die Marshmallows geben, denke ich, einfach nur noch mehr Zucker rein. Wie viel Zucker haben wir denn jetzt hier? Ungefähr 10 Gramm Milchzucker. Ja, so 60 Gramm Zucker sind hier drin ungefähr. Oder 55. Aber doch durchaus lecker. Aber die Tasse ist übrigens auch schön. Mir ist es persönlich, ehrlich gesagt, viel zu süß. Aber rein vom weißen Schokogeschmack ist das lecker. Und ich finde die Idee auch einfach schön. Mir macht das Spaß. Übrigens, das ist der Alibi-Weihnachtsbaum. Ich habe mir hier gerade überlegt, es gibt keine weihnachtliche Dekoration mehr hier. Zumindest hier. Und dann habe ich einfach die Pflanzen dahingestellt. Und habe gesagt, ist schließlich auch ein Baum. Besser als gar nichts. Ja. Karies-Alarm und das war's, glaube ich.
Wie gesagt, je nachdem, ob das Video Heiligabend kommt oder nicht, wünsche ich euch auch hier an dieser Stelle nochmal schöne Weihnachten. Lasst es euch gut gehen. Danke, dass ihr so fleißig bei mir anschaltet. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut und ciao.